Könnte ein bisschen dauern. Ich downloade gerade 450 Assets von einem Schmutzserver. 470 Assets. Ich nehme alles zurück. 2000 Jahre später. Nein, ich wurde gekickt. Falsche Salty-Chat-Version. Geil. So ein Süßi. Boah, Junge, ich sehe aus wie ein Hartz-IV-Empfänger. Eines Tages kommt es sogar noch dazu. Aber wobei, diese Strähne ist schon sexy. Kann man nichts gegen sagen. Die Geheimratsecken auch. Die kommen vom Stress, weil ich so viel Stress habe. Nächster Versuch. Diesmal klappt's. Ich sehe meinen Charakter nicht. Ich würde ihn gerne erstellen, aber ich, Okay, top. Glaube, ich probiere das diesmal wirklich, egal welcher Einreisebeamte da ist, so auf, oh komm, ich bin doch eigentlich ganz nett und ich bin doch eigentlich ein super Typ. Vielleicht kannst du mich ja einfach so, ne, sneaky einreisen und so. Lass mich einfach rein und... Ah, okay, ja. Ah, ja, das... Eine super Einreise. Ich fühle mich schon wirklich wie im echten Leben hier. Das ist super RP. Das fühlt sich so realistisch an hier. Oh, Busse in einem Haus. Wie läuft das jetzt hier mit der Einreise? Also, muss ich jetzt hier irgendwie... Drücke E, um das Einreiseamt zu verlassen. Führe erst ein Einreisegespräch. Führe erst ein Einreisegespräch. Ah ja. Ja, das ist doof, weil hier ist halt keiner. Da, also, es war ein Admin da, aber der ist jetzt weg und... Ja. Ist das hier einer? Ist das ein Admin? Nö. Ausweis ändern, okay. Deine Nachricht wurde an die Teamler gesendet. Was sehen wir jetzt? Ich gebe denen auch mal 5 Minuten. Ich warte einfach mal kurz. Wer weiß, vielleicht. Vielleicht nicht. Irgendwann später. Ich glaube, der Admin hatte mehr Spaß, die Busse und LKWs in der Einreise zu spawnen, als hier wirklich Leute einreisen zu lassen. Guck dir den an. Ey, hallo. Fettsack. Oh Leute, Double Peace und herzlich Fetti. Willkommen zu einem weiteren Video. Fetti. Leute, ich komme gerade überhaupt nicht darauf klar, dass ich hier gerade Currywurst von McDonald's in den Händen halte. Da draußen steht sogar einer mit seinem Hund. Kannst du keinem erzählen, ja, sowas. Das ist grauenhaft. Wie soll denn das gehen? Also, keine Chance. Keine gottverdammte Chance. Junge, ich will hier einreisen. Also wirklich, for real, ich will hier einreisen. Kann doch nicht sein, dass keiner kommt. Die haben bereits ein Ticket. Ey, ich will hier spielen, jetzt mal ernsthaft. Haben die einen Discord-Server? Gehe ich jetzt in Support-Warteschlange, so. Ich glaube, selbst hier wird mich keiner moven. Ein unbearbeitetes Ticket wurde geschlossen. Direkt mal neues aufmachen. Der sieht mich. Der sieht mich, ganz klar. Hey. Ich hab gesagt, sind gleich da für dich. Wir sind gleich da für dich. Guck mal, da sind Busse überall am Liegen. Oha. Ja, okay. Komm, bitte, lass mal rein hier. Mach mal auf, bitte. Mach mal. Das klingt schon interessant. Ich glaube, das mache ich. Mach mal auf. Schnell. Wie sehr übertreibst du? Gar nicht. Also ich wurde ja schon begrüßt von Bussen und LKWs. Also, komm, jetzt mach mal hier das Ding auf und let's go. Ich muss ja eigentlich ein Einreisegespräch jetzt mit dir führen. Ja, nein, nein, ja. 3, 5, 15 Minuten und nein, ist verboten. Das war sogar krass. Da war sogar eine richtige Antwort dabei. Let's go. Brauchst du irgendwas? Übertreib nicht. Ja, normales Auto vielleicht wäre geil, so um hier wegzukommen. Ah, warte, ich wunderbar. Ich bereue es jetzt schon. Nein, guck mal, ich kann mich doch benehmen. Ja, okay. Ihr wisst ja, wie das bei mir abläuft. Man joint auf einen Server, trifft den Admin, fragt ihn, hey Bro, kannst du mir vielleicht irgendetwas spawnen, so als Waffe vielleicht, so ein spezielles Fahrzeug eventuell? Und dann gibt es genau 2 Situationen. Entweder sagt er und bannt mich weg, oder es ist ein absoluter Ehrenbruder und er sagt, ja klar, Digga, hier, und spawnt mir erstmal einen Panzer. Aber Panzerfahren ist in keinem Game so geil wie in, na? Richtig, World of Tanks. Aber warum ist World of Tanks überhaupt so gut? Das Wichtigste natürlich zuerst, es ist komplett kostenlos. Ihr könnt es auf so gut wie allen Konsolen oder auf dem PC spielen und das Ganze natürlich nicht nur alleine, sondern auch mit Freunden, falls ihr welche habt, nicht so wie ich. Dabei habt ihr die freie Auswahl von über 800 Panzern aus 11 verschiedenen Nationen und dabei nicht zu vergessen den geschichtlichen Aspekt. Die Panzer wurden ihrem echten Vorbild natürlich detailgetreu nachgebaut. Und weil World of Tanks auch dieses Video sponsert, habt ihr durch mich natürlich die Gelegenheit, ein einmaliges Willkommenspaket abzusahnen. Dieses enthält einen britischen Premium Tier 6 Schwerpanzer, 250.000 Credits, 7 Tage World of Tanks Premium Zugang und 3 Premium Meat Panzer für jeweils 10 Schlachten. Ihr solltet euch das auf keinen Fall entgehen lassen und diese Panzer selber in-game ausprobieren. Also worauf wartet ihr noch? Schaut unten in die Beschreibung rein. Ganz oben ist mein Promo-Link, den ihr selbstverständlich nutzen könnt, um die, naja, speziellen Items zu erhalten und mich damit ein bisschen zu unterstützen. Sehr gut. Aber warte, ich muss mich anders hinlegen, damit meine Hand verschwindet. So, jetzt bin ich perfekt geschützt. Aber Ehrenadmins, hey krass, dass die mich da einfach durchlassen. Das ist cool. Fällt mir. Ich glaube, wir besuchen erstmal den Mechaniker, der hier ist. Das sieht irgendwie komisch aus. Das sieht echt ungewohnt aus. Und es ist doch keine Menschenseele hier. Super. Nee, dann fahr mal wieder. Super. Junge, was zur Hölle ist mit der Bank los? Seht ihr das? Was ist das? Das ist irgendwie eine Bank und es ist auch keine Bank. Ah. Okay. Verstehe. Ah, ja. Okay. Nee, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich merke schon, diese 470 Assets, die kommen dem Server echt zugute. Also die Performance, die scheint wirklich überhaupt nicht zu leiden.
Check mal Auto, das kann ich, Digga. Check aus. Ja, der Ihr müsst das Auto zu explodieren bringen, der hat sich reingelegt. Ey, nein, nicht zum Explodieren bringen, Jungs, das ist unfair, ey. Ey, ey, yo. Yo, chillt mal, hallo. Francisco, na, ist gut bei dir? Ja, ey, das ist nicht fair, ja. Chill doch mal. Yo, dreh mich mal um. Steig aus. Dreh mich mal um hier. Oh, ich kann kriechen. Oh. Moin, Jungs, was geht ab? Na, ist gut bei dir. Na, ist gut. Meine Wirbelsäule ist ein bisschen gebrochen, so, aber. Ja, man sieht's. Das ist normal. Kann man hier eigentlich einsteigen oder ist abgeschlossen? Ah, super, danke. Oha, Junge. Oha, das ist so scheiße, dass die Waffen haben und meine Reifen kaputt machen. Ah! Na super. Ich habe keine Reifen mehr. Ich kann nicht fahren. Die sind schneller. Sie haben Waffen. Na, das ist doof. Die werde ich auf jeden Fall nicht mehr los. Jo, wäre cool, wenn wir das unterlassen könnten, so. Das wäre echt cool. Jo, lass mal sein hier. Lass mal. Ist gut. Okay. Ja, dann komm. Alles cool, ey. Ich hab sie stabilisiert, sie können reden. Ja, super, freut mich. Warum klauen sie denn mein Auto? Ja, weil ihr meins kaputt geschossen habt. Ach so. Ja, das waren meine Kollegen, das war ich nicht. Ja, ist doch voll langweilig. Was macht ihr den ganzen Tag hier? Ja, da seid. Wunderschön, der Herr. Ja, wunderschönen guten Tag, hallo. Wie geht's Ihnen? Ich bin das allererste Mal hier, hallo. Hallo, nee, wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's super. Kann ich vielleicht bei einem von euch mitfahren, so? Hallo. Bei uns? Ja, bei euch halt. Ich muss ja jetzt irgendwie ein Auto kriegen. Ihr habt ja meins kaputt gemacht, ihr Penner. Ja, warte, ich pack dir eins aus. Ich steig dann als Beifahrer ein oder so, ja? Nope. Sorry. Ey, war ein Versehen, ja? Oh, der ist wild. Der ist mies schnell. Der ist ganz mies schnell. Oh, ich hab's geschafft. Ich bin raus. Super, perfekt. Okay, ich hab's geschafft. Ich lebe, ich hab 100% Leben, ich hab ein sehr schnelles Auto und ich bin die Fanboys losgeworden. Wunderbar. Was tun wir jetzt? Was mache ich? Also wirklich, legit, was macht man? Was macht man denn noch in 5M? Ich frag mich ehrlich, was die ganzen Hänger den ganzen Tag hier machen. Die spielen auf ihrem Server, okay. Die haben 5-6 Ingame-Freunde, okay. Die sind in einem Clan, okay. Es geht um die Startuhr, es geht um den Mann. Egal. Was machen die hier? Die sind in einem Clan, so, okay. Boah, Stuntman. Und die treffen sich dann hier in-game. So, die joinen den Server, die sind dann, keine Ahnung, 5-6 Stunden online. Aber was tun die? Zu meiner Zeit, wo 5M und so GTA RP in den Hype kam, da hat man halt irgendwie auf Feldern geackert, wisst ihr, so für Geld, Trauben und Orangen gepflückt. Gibt's hier so Felder? Ich fahr zur Polizei. Ich fahr erstmal zur Polizei. Vielleicht können die mir ja mehr sagen. Boah, leck das hier. Boah, ganz böse am Laggen. Ach so, stimmt. Das PD war ja leer. Stimmt ja. Hier sind 100 Spieler drauf, hä? Aber wo? Krankenhaus vielleicht? KH? Krankenhaus? Ah, hallo, Medic. Hallo, die Dame. Die Dame, gute Frau. Ich rede doch mit Ihnen. Ich höre die Frau nicht, hallo. Ja, was brauchen Sie denn? Warum kann ich die Dame nicht hören? Was wollen Sie denn? Warum liegen Sie denn in Ihrem Auto drin? Wie können Sie ein Auto fahren, wenn Sie liegen daher? Ja, mein Rückgrat ist gebrochen. Ich brauche eine Massage von der Frau. Ja, die können Sie bei der Thai-Massage ums Eck finden, aber nicht hier. Na, mir wurde gesagt, die Rothaarige beim MD, die bestimmt für einen Zehner. Ja, wenn du gleich nochmal sowas sagst, dann gehe ich mich kurz umziehen. Ey, Janine. Ich verzieh's, Junge. Und wenn erstens nicht? Erstens heiße ich nicht Janine und zweitens mach dich jetzt echt vom Acker. Steig doch ein, lass mich dich mal kennenlernen. Ich bin auf der Suche nach einer Frau. Ja, dann würde ich es mal auf Tinder versuchen, da gibt's welche auf deinem Niveau. Nein, die ist doch auf meinem Niveau. Komm, einsteigen jetzt. Die ist nicht auf deinem Niveau. Komm, Bus bauen, einsteigen, Bus bauen. Kennen Sie die FAB-Garage? Nee, was ist damit? Da ist viel los, fahren Sie da mal hin. Halte ich für eine Lüge. Ah, da ist sie ja. Moin. Die Dame mit den blauen Haaren. Du Fahrer bist unsichtbar, du bist unsichtbar. Nee, bin ich nicht. Doch, du bist doch unsichtbar, Porsche. Nee, ich sehe mich, ich bin da. Du bist unsichtbar. Nee, ich sehe mich. Ich sitze doch hier. Ohne Scheiß, du bist unsichtbar. Kümmere dich mal drum, bitte. Ey, ich habe mal eine Frage. Die mit den blauen Haaren. Die sind ansprechbar. Ach so, mir wurde halt gesagt von denen draußen in den weißen Autos, dass die hier drin mit blauen Haaren für einen Zehner ein... Wow. Stimmt das oder stimmt das nicht? Deswegen bin ich hier. Ich musst du selber fragen. Weil ich hätte halt schon Interesse dran, so. Steig mal ein jetzt. Nein, hab nicht da. Ich nehm sie einfach mit, ne? Ja, bis dann noch. Hä? Ich hab die einfach durchs Fenster gecarried. Ich habe die Frau durch das offene Fenster meines viel zu schnellen, overpowered Import-Porsches gezogen. Kann man mir folgen bei meinem Satzbau? Ja, ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall, sie ist noch da. Okay, top. Ich hoffe, die kommt gleich wieder. Ich fahr mit der jetzt einfach weit, weit weg. So, hallo? Gute Frau? Hallo? Wir können auch einfach warten, bis sie ansprechbar sind. So ist nicht. Ey, aufwachen. Die wacht nicht auf, die Alte. Lass mal kurz den Pfirsich begutachten. Ah, die Slap-Sounds, ich höre sie schon. Ah, sie ist da. Ah, moin. Hey, junge Frau, hallo. Sind Sie ansprechbar? Man hört Sie nicht. Hallo? Die Dame? Ja, kann man mir beihelfen? Ja! Das kannst du echt keinem mehr erzählen. Das ist nicht mehr normal. Das kann echt nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Es ist so schlimm geworden in GTA RP. Das ist schon auf Majestic so. Jede Frau, die du ansprechen willst, ist ein Typ. Das ist immer ein Mann. Und das hier ist auch Roberto. I love you, Roberto. Ich
glaube, ich muss die Rothaarige vom Krankenhaus entführen. Ich glaube, die ist eher so dabei. Die hat mehr Bock. So, dann gucken wir mal. Oh, Entschuldigung, sorry. Müsst einmal kurz vorbeigucken. Hallo? Ich müsste einmal kurz die Dame suchen. Dürft ihr einmal kurz rein? Nee. Nur ganz kurz, nur ein Stück. Nein. Oh, aha. Achtung. Nein. Nur ein bisschen noch. Noch ein Stück. Nein. Nur ein Stück. Nein. Nur ein Stück. Nein. Achtung, Achtung, nein. Achtung, Achtung. So. Nee, nicht ganz, dein sorry. Ich muss wieder raus, ich muss wieder raus, sorry. Ja, bitte. Oh, langsam. Bitte mal aussteigen. Ihre Frau ist tatsächlich beim Pier. Ich kann nicht mehr fahren. Das Auto ist kaputt. Ich kann nicht mehr fahren. Mein Auto ist kaputt. Sie bitte, ja, dann würde ich mal aussteigen. Ich repariere es dir auch gerne. Ja, schwör. Okay. Ja, ich will. Ah! Ja, dann mach. Der Beifahrer repariert dann das Auto. Ich bleib dann im Auto, ne? Ja, top. Kann ich auch bei Ihnen einfach mitfahren? Sie fahren mich gerade zur Garage. Wie fahren Sie dann zur Garage, ja? Ah, hä? Was war das denn? Was? Ich bin als Fahrer ausgestiegen. Ja, alles gut. Also. Nee, warten Sie. Reparieren Sie mir die Karre. Stopp. Halten Sie die an. Die Karre ist doch jetzt repariert. Ja, ja, doch. Oh. Ich brauche eine Reparatur. Reparatur, bitte. Aber erst nachdem du festgenommen. Oh, ich wusste es. Oh, das war mies. Oh. Ey, der war mies. Hä, und warum? Ich hab Entführung. Von wem? Freizeitraum. Wen habe ich denn entführt? Unsere Kollegen. Hä, wo? Das kann nicht sein. Ich habe einen Typen entführt, keine Kollegen. Ja, keine Auskunft. Roberto. Ich setze immer rein, Kopf einziehen, bitte. Sie werden natürlich jetzt ins SG überführt, tatsächlich. Sie wissen, wie das endet, oder? Ah, hey, ich wollte gerade schon gehen. Krass, danke. Gerne, gerne. Ich habe schon F8 gedrückt. Ja, Mensch. Dankeschön. Kannst du mir eine Waffe geben, so? Oder eine Panzerfaust oder irgendwas? Eine Panzerfaust? Alter, was für eine Waffe? Keine Ahnung, Panzerfaust oder so. Oder Langwaffe, keine Ahnung. Reicht eine Pistole? Na, eine Panzerfaust wäre schon cool. So ein RPG. Und war unendlich Munition. Oha, ja. Wild. Dann kriege ich noch volles Leben und Weste. Digga, Oleg, der übertreibt hier schon. Komm, mal. Guck mal hier. Gambo-Taktik. Wo sind denn so hier Dingens? Wo sind denn so die Massenansammlungen? MD findest du viele lustige Leute. Fahrschule gucken, warte mal. Fahrschule wäre schon wild. Ey, ich kann die nicht nehmen, die Westen. Hä? Warum? Du musst Bild hoch. Oh, Casino könnte Content liefern. Ah, Casino? Casino, MD, Fahrschule, so die Dinger. Bin auf dem Weg zur Fahrschule. Ah! Was machst du da? Ich glaube, du bist auf dem Weg gar nirgends hin. Was war das? Ich habe nichts gemacht. Nicht noch mal so eine wilde Fahrt hier. Ich habe nichts getan. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist komisch. Kann ich mal kurz in ihr Auto einsteigen? Nur einsteigen. Ich fahre nicht weg, ich schwöre. Er glaubt mir nicht. Du hast da irgendwie Restfesseln. Krieg die nicht weg, dafür müsstest du tatsächlich reconnecten. Nein, nein, ich reconnecte nicht. Moment. Ich reconnecte nicht. Wenn ich gehe, dann bleibe ich weg. Ich bleib einfach hier drin. Mal gucken, wo es mich hinführt. Ich habe sowas noch nie gesehen, ne? Ich schwöre, ich habe das noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist irgendwie lustig. Junge, wo geht das hin? Wo, also... Ah! Der Tunnelbohrer! Seht ihr das eigentlich genauso? Ja, leider ja. Junge, das ist ganz schön wild. Ich steig aus! Ah! Oh! Ey, soll ich dir mal einen Zaubertrick zeigen? Nein, aber willst du das Auto haben? Ja, komm, ich steig ein. Ich zeig dir den Zaubertrick. Pass auf, guck zu, ja? Oh mein Gott. Zeig den Zaubertrick, komm. Der ist gut. Gefällt's dir? Der ist super. Ich bin Rennfahrer. Ich bin eigentlich. Das macht super viel Spaß. Profi-Rennfahrer und so. Ich mach das jeden Tag. Also, das war eine glatte 10 von 10, ne? Das muss man ehrlich sagen. Weißt du, ich nenne dieses Stück der Kampf mit mir selber. Ja, das kann ich nachvollziehen. Hat irgendwie was Tiefgründiges, oder? Das sind die inneren Schmerzen, die ich hier auslebe. Oh, das klingt nicht gut. Ich frag mich, wie lange das Auto das mitmacht. Der Tanz mit dem Teufel. Ah, das ist ein bisschen doof hier unten. Hier ist nicht so viel Platz. Oh, das andere Auto muss jetzt auch mitmachen. Ja, der doppelte Seitenhoch, Flankenlupfer 5000. Okay. Das hier ist übrigens das Schiff im Nebel, wie man sehen kann. Ja, ja. Gefällt's dir? Ja, super. Vielleicht kommen wir nochmal hoch. Sie sagt, du bist ein Profifahrer. Ja, ja. Gib mal ein bisschen Gas hier. Oh. Oh, das Auto qualmt. Ja, ja, alles gut. Das ist eine Nebelmaschine. Solange wir nicht explodieren, ist alles gut. Ansonsten, sie da oben ruft bestimmt Medic. Oh. Alles gut. Ja, ich muss mal aussteigen. Moment. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr aussteigen. Also, das ist schlecht. Es geht nicht. Ich würde. Ich kann nicht aussteigen. Ah, okay. Top. Also, Autofahren ist... Geht es Ihnen gut? Ja, ja, wollen Sie auch mal? Steigen Sie einfach ein. Vielleicht schon. Reparieren? Nein, nein, das geht. Steigen Sie einfach als Beifahrer ein. Nein, nein, Quatsch. Oh mein Gott. Okay. Dabei. Wo haben Sie das gelernt? Sage ich nicht. Schade, ich wollte nämlich auch lernen. Sowas kann man nicht lernen, damit wird man geboren. Boah, ist das so eine Fähigkeit, die keiner lernen kann? Das ist Talent. Ja, okay, genug Talent. Ich muss mal kurz schlafen legen, ja, weil das hier ist echt nicht mehr schön. Ja. Ich kann auch nicht mehr aussteigen. Schon wieder. Hilfe! Ah. So, ich leg mich dann ganz kurz hin, ja? Oh, so, hallo, guten Morgen. Ich hab Ihnen das Auto wieder repariert. Ja, ja, ich glaube, ich bin jetzt auch in der Lage, normal... Nee, oh, ich glaube, ich kann nicht normal fahren. Moment, das gucken wir uns an. Das werden wir jetzt sehen. Ah, doch, sicher. Doch, krass. Ah, wer von euch beiden ist Single? Beide sogar. Beide, okay, wie alt seid ihr? Oh Gott, das möchtest du, glaube ich, bei ihr gar nicht wissen. Ja, ich bin ganz Ohr. Das lasst du jetzt so stehen.
Ich lass dich gleich so stehen. Ja, glaube ich auch. Aber die andere Dame kannst du gern mitnehmen. Die ist, glaube ich, dein Alter. Ja, okay, dann fahre ich einfach ohne euch. Tschö, ne? Alles gut. Viel Spaß. Ich wünsche dir was mit dem Auto. Das ist cool, glaub mir. Das ist ein gutes Auto. Ich dachte jetzt, das zieht und ich mache diese Bad Boy-Masche. und du sagst jetzt, nein, nein, bitte, fahr nicht. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Nimm mich mit, nicht. Bitte. Ah, guten Morgen. Sie macht einfach die Masche. Ja, ist okay. Ich stehe auch auf Ältere, so ist nicht, ne? Ich meine, wir kriegen bestimmt wunderhübsche Kinder. Mega hübsch. Klar, locker. Jetzt erklär mir mal hier ein bisschen was. Wo sind denn hier so die Points of Interest? Wo hängen die? Meistens entweder MD. Oh ja, oder stimmt. Oder halt... Da gibt's jemanden. Ja, meistens eher MD. Ja, ja, da war eine Rothaarige beim MD vorhin. Die wollte ich eigentlich mitnehmen, aber... Aber die wollte irgendwie nicht. Na, da hat so ein Typ die mitgenommen. Vielleicht ist sie ja wieder da. Nein, ist sie nicht. Verdammt. Ah, moin, junge Dame. Hallo. Hören Sie mich, ja? Ja, wir hören dich. Schade, ging nicht. Ich wollte die eigentlich tragen, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Schade. Dann hätte ich kurz aussteigen müssen. Nein, nein, man kann die auch so tragen. Sind Sie Fahrlehrer? Ja. Bekomme ich einen Führerschein? Ja, ich müsste tatsächlich einen Führerschein machen. Ich habe nämlich keinen. Oh, jetzt hat's. Ja, klar. Der Rücken sah gerade ein bisschen unbequem aus. Ja, ja, ich bin illegal gefahren. Oh, Entschuldigung. Ja, ich glaube, der Herr kann illegal fahren. Ich würde gerne Führerschein machen, wenn Sie mir jetzt sagen, wie, dann... Ja, was wollen Sie denn für einen Führerschein? PKW, Motorrad, LKW, Bus, Flug oder Boot? Ja, PKW halt. Wir würden dir gerne nochmal die STVO schicken, oder hast du dir die irgendwie ich kenn die. Gelesen? Ich kenne die. Hey, tschüss Püppchen, ja, bis später. Man sieht sich. Komm mal her. Ich heute so lustig bin. Oh, man sieht sich. Wollte ich jetzt nicht stören, tut mir leid. Nur als Ausnahme werden wir die Theorie ausfallen lassen. Oh, wunderbar, was ein Zufall. Weil ja. Ich sie sympathisch finde. Naja. Das ist gut. Also, Sie dürfen 3 Fehlerpunkte haben. Stoppschilder können als Schild sowohl auch auf der Straße gekennzeichnet sein. Wenn ich nichts sage, fahren Sie bitte geradeaus weiter. Wenn ich da was sage, dann entweder rechts oder links. Ja, okay. Legen Sie einen Stoppschilder, 3 Sekunden warten. Ach so, ja. Kein Problem. Dann müssen Sie aber rechts links abbiegen. Dann auf der linken Spur halten. Okay, okay. Wir machen das ein bisschen schneller, ja? Dann die nächste rechts abbiegen. Alles klar, Chef. Ah! Das wäre dann auf jeden Fall mal der erste Fehlerpunkt. Ach so, nur ein Fehlerpunkt. Okay, da bin ich ja noch glimpflich davongekommen, ne? Wenn das noch kein kompletter Durchfall ist, dann ist das ja gut. Nein, so eine Berührung ist nur ein Fehlerpunkt. Das sind nur Opfer da vorne, das ist die Polizei. Ah, super, super. Ah. Und jetzt, Chef, wohin? Einfach geradeaus weiter. Geradeaus weiter, alles klar. Nach der Brücke dann links. Nach der Brücke links, das kriegen wir hin. Da mal rein, oh! 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 Ist nicht so einverstanden mit Ihrem Fahrverhalten. Entschuldigung, ich bin Fahrschüler. Ja, das ist egal. Ich mach das jetzt zum ersten Mal. Sie sind nicht dann der Ärger kriegt, ach, sondern nee. Ihr Fahrer. Ja, deswegen ja. Also wollen Sie die Fahrstunde bezahlen oder warum halten Sie mich jetzt auf? Das übernimmt dann das LSPD, ja. Was mache ich denn jetzt? Da kann Ihnen der Fahrlehrer mal sagen, mit der Fahrlehrer. So, steigen Sie mal aus. Also das Auto hat ja einen Totalschaden. Das Auto sollte man reparieren. Ich bin nur der Fahrschüler, ich habe keine Ahnung. Der hat gesagt, ich soll Gas geben. Das war nicht ich. Gut, dann Kollegen, machen wir den Fahrlehrer und ich brauche von Ihnen Ausweis, bitte. Führerschein haben Sie ja nicht mehr. So, Ihren Ausweis bräuchte ich dann auch. Hab gar keinen Führerschein. Ja, deswegen Ausweis, bitte. Ja, gebe ich Ihnen sofort, wenn Sie mir gerade sagen, in welcher Tasche der ist. In der Tasche mit dem X. So, haben Sie auch Fahrlizenzen? Francisco Winkler, 3.12.1999, 171. Richtig soweit alles? Ja, ja, das stimmt. Haben Sie vielleicht einen Reparaturkasten im Auto? Dürfte ich mal nachsehen? Ah, nee. Ah, ich guck mal. Wir haben das Auto einfach nicht abgeschlossen, ne? Es ist aber auch schon wirklich sehr klischeehaft mittlerweile, ne? Ja, moin Jungs. Ich glaube, ich habe den Führerschein erfolgreich bestanden. Es gab da ein kleines Problem. Also, der Fahrlehrer, der... Also, wie soll ich sagen? Kommt das unser Fahrlehrer? Auto jetzt? Ja, also verstehen Sie, ich bin mit dem Fahrlehrer gefahren und dann gab es eine Polizeikontrolle und, ne, wie Sie den Blutspuren hier entnehmen können. Ja, was zählt aber als Fehlerpunkt, ne? Naja, also Sie hatten vorher einen dreckigen A5, jetzt haben Sie einen RS6 als Polizeiauto. Eigentlich sollten Sie mir danken. Ja. Ja, und der Fahrlehrer, der ist jetzt auch weg. Ich glaube, der sitzt irgendwie fest mit der Polizei. Okay. Ich würde sagen, Sie... Wir jetzt zur Polizei gehen eigentlich, oder? Sie nehmen das Auto entgegen und geben mir den Führerschein. Eigentlich müssten wir jetzt die Gruppe 6 anrufen oder irgendjemanden. Oh, das klingt nicht gut. Das ist nicht gut. Ich komme dann gleich wieder, ja? Das ist überhaupt nicht gut. Ah, wobei... Was wird das? Oh nein, das ist der Transgender. Roberto. Och nö. Oh, da ist der A5 ja wieder. Oh, das ist ja, Hallo. Ja, hallo? Wir haben ein Auto geklaut. Nee, das ist tatsächlich meins. Okay, dann fahr ich einfach. Dann will ich hier gar nicht sein, ja? Ich fahr dann einfach weg, okay? Okay, super. Tschö. Oh ja. Dann fahren wir hier mal ganz fix weg, ne? Ich glaube, ich bin eh schneller als die.
Ah, ja, ich glaube, ich habe gewonnen. Ich will jetzt meinen Führerschein abholen, hä? Ich will meinen scheiß Lappen haben. Wofür bin ich denn dann hier hingefahren? Ich will jetzt endlich das Auto abgeben, Führerschein kassieren und dann gehe ich halt. Dann bin ich halt weg. So. So, also, ich würde jetzt wirklich gerne einen Führerschein haben, ja? Ja, haben Sie da bestanden? Ja, ja, sicher. Also, sagt denn der Fahrlehrer dazu? Ich würde sagen, also das Fahrzeug hatten Sie auf jeden Fall unter Kontrolle. Und so wie es aussieht, schafften Sie es auch sehr gut, das Fahrzeug zurückzusteuern, dass Sie vom PD wegkommen. Ja, mehrmals. Ich meine jetzt mal hier den PD-Wagen, nur ob ich das so durchgehen lassen kann. Natürlich. Das so durchgehen? Geben Sie mir den Führerschein. Ja, gut. Na los. Oh nein. Ey, wir können darüber reden. Wir können darüber reden, bitte. Wir können uns unterhalten. Ey, nicht wieder der... Also, Jung, bitte. Also wirklich, wir müssen das nicht tun. Das ist total dumm. Ah, ich hab Lautsprecher. Hallo? Oh ja, super. Das ist ja vorzüglich. Ey, hören Sie auf jetzt. Lassen Sie das. Hauen Sie ab. Hauen Sie ab jetzt. Gehen Sie weg. Ich wünschte, ich könnte die Autos irgendwo zwischenlagern. Dann würde ich die Autos nämlich alle weglagern. Und dann hätten die irgendwann keine mehr. Weil das alles so schlechte Autofahrer sind. Oh, das ist gar nicht gut. Ja, ich glaube, ich habe wieder gewonnen. Wieder mal. Sieht auf jeden Fall gut aus, okay. Ich gebe nicht auf. Ich will meinen Führerschein. Ich will dieses Zertifikat haben. Und zwar jetzt, sofort. Auf der Stelle. Ich glaube, das Auto ist kaputt. Das fährt irgendwie nicht mehr. Das Auto ist kaputt. Es fährt nicht mehr. Nicht mehr schnell. Junge, die gehen so schnell kaputt, die Dinger. Das kann es echt nicht sein. Ach so, moin. Guten Tag. So, her. Also, dann kommen Sie mal her. Ich glaube, ich brauche... Nee, Sie nehmen mich fest. Nein. Das ist Security von der Fahrschule. Der nimmt Sie nicht fest. Geben Sie mir doch bitte einfach jetzt den Führerschein. Ich will nicht nochmal hier hinkommen. Alles gut. Geben Sie mir Ihr Lizenzbuch, dann kann ich alles eintragen. Bitteschön. Ja, perfekt. Hier, PKW und Sie haben ja das Paket gemacht, also Motorrad auch noch. Bitteschön. Ah, PKW und Motorrad, ey, vielen Dank, ja. Absoluter Ehrenmann. Kommen Sie uns gerne wieder besuchen. Ja, genau. Ich muss jetzt nur hier irgendwie wegkommen. Irgendwo. Können Sie vielleicht die Polizei nochmal rufen? Dann hätte ich ein Auto. Da vorne oben steht sie schon. Die kommt doch gerade schon rein. Ah, super. Schauen Sie zu und lernen Sie, ja. Ich ergebe mich. Sie können mich mitnehmen. Ich gebe auf. Einfach einsteigen, alles gut. Okay. Ich vertraue. Ey, was? Seit wann geht das? Ja, okay, dann. Tschö, ne? Ich kann nicht mal einsteigen. Gut, was machen wir? Sorry, Entschuldigung. Oh. Ach so, hier ist ja noch jemand drin. Ah! Ja. Oh. Und das ist doof, dass sie noch hier drin sind. Weil, tatsächlich, ja. Okay, stopp, ich gebe auf. Ist okay. Sorry, ich ergebe mich. War nur ein Prank? Nein, okay. Ah! Oh, nein, okay. Ich gebe auf. Ist okay. Ich ergebe mich. Ist okay, sorry. Hey. Okay, tschüss. Geil. Schau mal in der RS6 wieder. Es ist zwar ein bisschen schwummerig, so zu fahren, aber... Oh, sehr cool. Okay, ich hab's geschafft. Führerschein und 5. Cop-Auto geklaut heute. Geil. Wir lernen aber auch nicht dazu, ne? Oh Mann, wie geil. Man könnte denken, es wäre geskripteter Content, aber das ist nicht so. Okay. Was ist mein nächstes Ziel? Was mache ich jetzt, hä? Ich hab geschafft, was ich schaffen wollte. Was tue ich denn jetzt noch? Na, hübsche. Guck mal, ich hab einen neuen Whip und so. Ah, ich müsste mal ganz kurz hier vorbei schnabulieren, so. Moin, Schnecksche. Moin. Was geht ab? Ich nehme dich mal mit, ja? Warum? Achtung, ich muss mal hier raus. Hallo, was machen Sie da? Sorry, was geht ab? Nicht viel, ich finde das jetzt auch nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Doch, ich wollte eigentlich eine Frau kennenlernen noch. Das ist das Einzige, was mir fehlt. Guck mal, ich habe Autos, ich habe Geld, ich bin sympathisch, cool, gebildet, habe Waffen, ich kann auf dich aufpassen. Nee, danke. Doch, du hast doch bestimmt noch keinen Mann, oder? Komm, sehr ehrlich. Doch, mehrere sogar. Wie mehrere? Ja. Du hast mehrere Männer? Ja. Das ist kein Problem, ich teile auch. Also wir können dich ja mal rumreichen oder so, wie so ein Keks. So auf der Motorhaube rumreichen und so. Wegen machen, aber ja. Ja, wie schaut's jetzt aus? Also, wir können uns bestimmt kennenlernen. Wenn du eh schon mehrere Männer hast, dann wäre ich ja nur einer von vielen. Jetzt vielleicht nicht heute, aber wir können ja an die Tage mal quatschen. Okay, cool. Wie heißt du überhaupt? Missy. Wie? Michi? Missy. M-I-S-S-Y. Missy, okay, Missy. Wie alt bist du? Ich bin 32. 32, okay. Ja, das ist tatsächlich schon ein bisschen reifer. Wie viel wiegst du? Danke. Was wiege ich? Ja. Das fragt man eine Frau nicht. Doch, klar, hä? Das ist eine ganz normale Frage. Nee. Ich muss halt deine Größe und dein Gewicht wissen, damit ich deinen BMI berechnen kann, weißt du? Mein BMI berechnen kannst. Mein Gewicht ist 40 Kilo und ich bin... Wie viel? Groß. Was? Ich bin 1,60 groß, 60 bis 70 Kilo. Sorry, Missy, aber du musst heute hier bleiben.
60 bis 70 Kilo auf 1,60, das ist schon... Besonders nach meiner Zuckerspritze brauche ich dann ein deftiges Frühstück. Ich bring dich zurück, da musst du nicht laufen, dann schonst du ein bisschen die müden Gelenke. War schön mit dir, ne? Nächste Woche nochmal. Ah, moin! Jungs, das Auto ist fast kaputt, das qualmt schon. Könnten wir vielleicht nochmal tauschen, so zum sechsten Mal heute? Doch, lassen Sie mich einsteigen, komm. Schon langsam wird peinlich. Kann das Auto nicht ja, also, wir tauschen. Doch, wir tauschen. Ein anderes Auto, ja? Nehmen Sie einfach das Auto, da reparieren Sie es wenigstens. Reparieren Sie es. Ich habe nichts zum Ausparken. Reparieren Sie einfach dieses Auto. Kann ich als Beifahrer einsteigen, bitte? So? Ja, jetzt müsste es. Achtung. Oh, stopp. Moment, halt mal an. Warte. Da müssen wir was gegen... Ah, war der das? Ah, er ist gequittet. Super. Ja, moin. Ich hab ein Auto, danke. Nee. Ach so, hi. Ich wollte euch eigentlich nur noch mal kurz daran erinnern. Unten in der Beschreibung, ganz oben ist der Link. Promo-Link des Sponsors des heutigen Videos. World of Tanks. Könnt ihr anklicken, mir helfen, euch helfen, Spaß haben und, ne, ihr wisst Bescheid. Ja, die kommen doch nicht mal annähernd hinterher. Was machen die denn hier? Wie, das war's schon? Schon vorbei? Die geben auf, ne? Die haben keine Lust mehr. Die haben einfach keine Lust mehr. Ich muss die ja schon mit Absicht baiten. Das ist ja schon wirklich absichtliches Baiting. Die sind einfach weg. Die sind einfach weg. Das heute wird eine reine Cop-Baiting-Folge, in der sie mich nicht erwischen werden. Niemals. Moin, was geht ab? Langsam wird's peinlich, oder? Ach, nee, alles gut. Ich kann besser fahren. Langsam ist echt peinlich, Jungs. Hätten sie besseres Handling, würden sie hinterherkommen. Schlecht. Tschüss, mein BMW. Ach so, das ist dein BMW. Ja, hier, kannst du wieder haben. Jetzt krieg ich dich. Kann ich das mitfahren, so? Nein, nicht schon wieder. Das Auto ist eh kaputt. Kriegst du eh nicht. Stimmt, das ist kaputt. Da haben sie recht, dann will ich's nicht. Hey! Oh! Ah, das ist wunderbar. Dankeschön. Das war's auch schon, ne? Geht dann nach Hause. Wir fahren dann. Hey, ah ja, jetzt ist wirklich... Ist jetzt hier drin, oder? Ja, ja. Ein anderes Auto. Arsch. Jo, ich fahr dann, ne? Tschö. Warum funktioniert das?